Wollen wir jetzt die Sachen einsammeln? Hier Abgeschlossen. drüben. Da brauche ich nur noch mehr Aufgaben erledigen. Huch. Hey, du bist es. Ich weiß, dass ich früher mehr Rezeptbücher hatte. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wo sie sind. Dinge zu vergessen ist ein häufiges Problem, Mickey. Weiß vielleicht noch, wo sie sind. Glaubst du? Ich schätze, er ist schon eine Weile hier. Wenn du Zeit hast, könntest du ihn bitte fragen, ob er meine Rezeptbücher gesehen hat? Na, wieder Cracker. Na, köstliches Gemüse. Wahrscheinlich genau das Gelbe. Milch. Tomaten. Und dabei raus. Tomatensuppe, neues Rezept, geil. Schön. Was kommt, wenn ich nur die Dinger reinwische? Hoch. Okay. Vergessen wir es. Restlos voll. Hallo, Kumpel. Mehr kaufen. Erstmal sämtliches Essen verkaufen. Verkaufe jetzt einfach mal ein paar Bananen, ein paar Äpfel. Das. Und das. So. Dreamlight. 4000. Oho. 800 Punkte. Pünktchen. Dann kann ich den nächsten Bereich freischalten. Ja, ein Smaragd. Zwei Smaragde. Oh mein Gott. Okay, so dringend ist der nächste Bereich jetzt noch nicht mehr.
Vor 50. Ernsthaft? Also 50 nur. Ernte 3 Früchte. So, 4 Filzflecken ab. Wie viel kriege ich dafür? 200. Wenn ich hier noch ein paar Filzflecken hätte. Ja. Sehen wir mal was? Oh, Wally. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Remis Rezeptbücher. Oh ja, ich habe sie vor dem Vergessen versteckt. Ich habe auf dieser Liste aufgeschrieben, wo ich sie hingetan habe. Oh nein. Das Papier muss nass geworden sein. Man kann es nicht mehr lesen. Allerdings, als ich die Liste schrieb, dachte ich daran, wo ich die Bücher versteckt habe. Könntest du deine Magie nutzen, um diese Notizen in Erinnerung zu verwandeln? Bis bald! Vielleicht. Molly, ich habe eine Erinnerung gefunden und dich daran gesehen. Wir müssen herausfinden, was sie bedeutet. Hm? Molly? Ich weiß, dass die Erinnerung etwas verworren ist. Weißt du, was das für eine Maschine ist? Uhu. Oh, ah. Es klingt, als würdest du sie erkennen. Kannst du mir sagen, was das ist? Entschuldige, ich habe vergessen, mit wem ich spreche. Ich werde versuchen, es zu erraten. Ist die Maschine... Teil eines Raumschiffs? Nein. Nicht? Nun, ist die Maschine... Ein Müllsammler? Nein. Nicht, nun ist die Maschine ein Kommunikationsgerät. Okay, auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, es zu erraten. Hm. Oh. Du willst, dass ich dir folge? Na gut, geh voran. Ich will aber nicht. Also ist hier Flettenfels das hier? Ja. Oh, da ist Merlin, das machen wir gleich. Erstmal baue ich hier die Felsflecken ab. Das ist alles nur, um ins nächste Gebiet zu kommen. So. Ich sollte auf jeden Fall noch Fisch sammeln. Okay. So, wo ist Merlin? Da hinten. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Bitteschön.
Großartig, Herr Daria. Einfach fantastisch. Also sollen wir loslegen? Abracadabra und Simsalabim. Ein Fährtensucher aus Donalds Federn ist bestimmt. Das sollte klappen. Geh zurück in den finsteren Hain und folge der verzauberten Feder. Sie wird dir die richtige Richtung weisen. Danke, sehr freundlich. Ernähren. Und zwar. Okay, das mochte das. Kanikulum von. Das Ding nicht. Gut. Kehren wir mit der verzauberten Feder in den finsteren Hain zurück. Schaffen wir. Der verzauberten Feder. Na endlich! Wieso hat das so lange gebraucht? Gedauert. Moment, du bist nicht Christoph. Versuchst du die Kugel des Mutes von mir zu stehlen? Ich bin Daria. Christoph schickt mich. Ist Christoph noch im Tal? Er sollte hier sein und mir helfen. Ich bin dem dunklen Wesen gefolgt, um zu versuchen, die Kugel des Mutes zurückzubekommen. Seitdem sitze ich an diesem Ort fest. Hast du die Kugel des Mutes gefunden? Natürlich habe ich das. Ich bin dem dunklen Wesen gefolgt, aber dann habe ich mich im Nebel verirrt. Es öffnete ein weiteres Portal und ließ die Kugel fallen, als es verschwand. Ich habe sie aufgehoben, aber ich konnte den Weg zurück nicht mehr finden. Ich dachte, Christoph würde schneller Hilfe schicken. Hier, nimm du die Kugel. Du hast es bisher geschafft, also solltest du es auch schaffen, zurück ins Dreamland Valley zu gehen, die Säule des Mutes mit deiner Magie zu reparieren. Geht's dir gut? Sehe ich so aus, als ging es mir gut? Ich irre in einem dunklen, unheimlichen Wald herum, seit wer weiß wie lange. Entschuldige, es ist nicht deine Schuld. Aber jetzt, wo du hier bist, geht es mir schon viel besser. Vielleicht kannst du mich ja hier rausholen. Was ist das für ein Ort? Keine Ahnung, es sieht aus wie das Tal, aber viel dunkler und gruseliger. Ich habe durch die Bäume ein dunkles Schloss gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wer dort lebt. Lass es von hier verschwinden. Puh, das ist alles, was ich will. Geh zurück durch das Portal und repariere die Säule. Wenn du dich konzentrierst, wette ich, dass ihre Kraft stark genug sein wird, um mich zurück ins Tal zu bringen. Ja. Gut, sie. Yay! Du hast es
Mann, oh Mann, ich bin wieder im Tal. Danke für deine Hilfe, Daria. Es war ziemlich mutig, in den finsteren Hain zu gehen und mir zu helfen. Wette, du hast vorhin, hast vor nichts Angst. Ich habe Angst, dass mich deswegen aber nicht ermutigen. Flamur, einen wunderschönen guten Abend hier. Wie geht's dir? Alles gut? Du meinst, du hast nicht einmal Angst davor, Angst zu haben? Das ist lächerlich, aber auch mutig. Wow, die Dinge haben sich hier wirklich verändert. Jo. Kann nicht klagen, ne? Kann nicht klagen. Ich überlege jetzt schon seit einer Stunde, was ich essen will. Ich habe mich immer noch nicht ganz entschieden. Eine weitere Säule repariert. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Die Nachtdorn kommen wieder zurück. Eine weitere Säule repariert. Same. Bist du auch am Überlegen? Ja, ich habe halt die Möglichkeit, ich könnte eine vegetarische Pizza essen. Ich kann Fische essen. Ich kann aber auch Suppe essen. Ich weiß nicht, was ich davon nehmen soll. Ich weiß es einfach nicht. Oje, sind die alle so kaputt? Wenn wir nur herausfinden könnten, wer das dunkle Wesen ist, könnten wir vielleicht einen Weg finden, all diese Nachtdornen loszuwerden, das Dorf für immer zu retten. Ich glaube, ich weiß, wer das dunkle Wesen sein könnte. Ursula erzählte mir von einem Wesen, das sich das Vergessen nennt. Das Vergessen? Noch nie davon gehört. Aber wenn es diesen ganzen Schlamassel verursacht hat, müssen wir es aufhalten. Das war ein Schreibfehler. Leichter gesagt als getan. Ich habe mich gerade erinnert, als ich mich in diesem gruseligen Wald verirrte, ließ das dunkle Wesen etwas fallen. Es sieht aus wie eine Seite aus einem Tagebuch. Hier, nimm sie. Ich verstehe sie nicht. Vielleicht kannst du mehr über das dunkle Wesen herausfinden und womit wir es zu tun haben. Wenn du es enträtselst. Wenn du es enträtselst. Überlege, ob ich mir bestelle oder doch noch was koche. Ja, gut. Ja, bestellen werde ich wahrscheinlich erst nächste Woche. Oder übernächste. Mal gucken. Nachdem wann Geld auf dem Konto ist. Es ist an der Zeit, meine Freunde zu besuchen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Yay! Christoph hat ein Level up. Schön. Graben. Hier ist eher mein Helfer fürs Graben. Okay, Hartholz. Wir brauchen immer noch Lehm. Da bestellen wir echt auch mal wieder was. Die auch mal wieder Bock drauf. Bestellen ist sowas Feines extra für Leute, faule Leute, ja. In der Tat. Ja, mal gucken. Peso, Hallöchen. Ach, dir einen wundervollen guten Abend. Ich habe schon wieder meine Spitzhacke weggepackt. Ich frag mich, wann ich diese großen Brocken endlich kaputtig machen kann. So. Eisenerz, daraus kann ich dann bestimmt. Kann ich immer noch nicht kaputt machen. Nein, ich habe keine Axt. Überhaupt nicht. Okay. Essen. Hab mir gestern 3XXL Burger reingezogen. Noch nie so voll gewesen. Das glaube ich. Ja, mal gucken. Vielleicht stelle ich mir nächste Woche mal was, weil da bin ich 5 Tage allein zu Hause. Davon werden 2 Abendstreams. Und ich glaube, da bietet es sich an, wenn ich auch mal was bestelle. Ausnahmsweise mal wieder.
das war eine neue Aufgabe. Ich weiß nicht, was ich mit den anderen Aufgaben noch machen soll. Mir geht's soweit gut. Und dir? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, bin ich auch. Den kann ich verkaufen, den kann ich verkaufen und den kann ich verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Da ja, dann saß nicht so im Kino. Ah. Ja. Ja, ich war tatsächlich erst im Überlegen, ob ich nächste Woche mal wieder eine Watchparty mache, aber mal gucken. Ich habe mir noch nicht hundertprozentig dafür entschieden. Ich bin noch unschlüssig, weil ich auch nicht wüsste, was ich gucken oder was ich mit euch gucken sollte. Ich habe so noch gar keine Ahnung. Ich weiß sogar nicht, wie ich lesen wollte, die Streams plane. Ich bin noch sehr unschlüssig. Lanzer Kevin, der Lanzer Haus ist ja ein neuer Film rausgekommen oder wird es demnächst? Ich kenne den allerersten, habe ich gesehen. Und ich glaube, den zweiten habe ich mal angefangen. Waren beide Filme nicht so meins. Mich hat einfach der Bengel aufgeregt. Sei gegrüßt, Nachbar. 2500, hey. Ja, komm. Kevin allein zu Hause war nie so mein Favorite. Wie mit einem kleinen Plausch? Ach, was willst du denn von mir? Der Wald der Tapferkeit könnte ein beliebtes Ausflugsziel sein, weißt du? Aber so wie er jetzt aussieht, wird niemand in diesen Wald wandern wollen. Ich werde ihn dekorieren und ihn zu einem perfekten Ort machen, um Vögel und Tiere zu beobachten. Das ist eine großartige Idee. Wenn ich einen Taler für jedes Tier in diesem Wald bekäme, dann wäre ich wohl noch ein bisschen reicher, als ich es ohnehin schon bin, nehme ich an. Freundlichen Dank. Der Neun ist auch allein. Aber da kippt seine Birne zu und denkt, dass da wir einbrechen. Oh, ganz toll. Also, zum Mitschreiben. Kevin ist einfach immer allein. Immer der Kevin. Alle Kevins dieser Welt sind mit diesem Namen gestraft. Aufgrund dieses Films. Boah, du hast auch noch eine Quest für mich? Boah, nee. Ist so, ja. Ey, das wäre furchtbar, ne? Aber ist genauso wie Chantal. Chantal ist ja auch bestraft für alle Ewigkeiten. Naja. Brauche 5000 Dingerchen. Komm, wir fangen Fische. Du kannst erstmal wieder weg. Das ist so ein No. Ich hasse es, wenn ich Wally wegschicke. Charaktere. Wer war denn nochmal fürs Fischen? Ich glaube, Goofy war Fischen. Graben. Nee, Bergbau. Mickey. Mickey war Fischen. Hallo, Leon. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's? Wo ist Mickey? Wahrscheinlich bin ich eben dran vorbeigelaufen. Nee. Da hinten. Kevin, die Lara und Chantal sind durch für alle Ewigkeit. Boah, ich kenne tatsächlich nur die Lara. Aber da habe ich tatsächlich kein Mitleid bei dem Namen. Hallo! Mir geht's im Wunderhaus. Aber das habe ich früher mal geguckt. Mir geht's im Wunderhaus. Lass uns abhängen. Danke, Kumpel. Mhm, gerne, Kumpel. Immer gerne drauf, Mickey. Und wir angeln und wir angeln. Und ich brauche immer noch 10.000 für dieses scheiß Haus. Ja, das damals nicht geschaut. Ist die Frage, ob man es wollte oder nicht. Also ich fand es tatsächlich früher richtig, richtig cool. Ich glaube, wenn ich es heute nochmal gucken würde, würde ich auch nur denken, warum? Aber eigentlich gibt es so viele alte Kinderserien, die ich gern nochmal gucken würde. Ich weiß noch nicht, wie die heißen.
Wenn ich sie sehen würde, wüsste ich, dass ich sie gesehen habe, aber kommen bei den meisten Sachen einfach nicht mehr auf die Titel. Genauso wie früher Turbolino. Gab's auch immer so viele Serien. Scheiße, verkackt. Das denke ich mir bei fast allen Serien damals. Also ich habe tatsächlich, das läuft glaube ich auf Amazon Prime, Sabrina neulich gesehen. Also die Zeichentrickserie. Und Leon, mir geht's auch super. Also, mir geht's gut. Freut mich, dass es dir auch gut geht. Wie war dein Tag soweit? Yay, nächstes Level. Wow, ich habe ein Outfit zusammen. Dreamlight. 150. Alter. Fange 3 Meeresfrüchte. Kriege ich jetzt Meeresfrüchte her? Meeresfrüchte. Gibt es keine extra Dicks für, ne? Richtung des Vertrauens. Garnele. Schillernder Strand. Das war ein Fisch. Urlaubslastig. Ah, hast du Urlaub? Oder brauchst du Urlaub? Ich hatte erst Urlaub und brauche aber wieder welchen. Gefühlt. Gefühlt bräuchte ich wieder welchen. Was wollte ich denn jetzt machen? Das Outfit angucken. Garderobe. Jetzt bin ich gespannt. Ob das aussieht. Das wird wieder am 23. in der Firma sein. Ah, sehr geil. Ich würde auch gerne mal wieder Urlaub haben hier. Ja, Urlaub. Urlaub ist was Feines, ne? Ach du Kacke, wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht, es ist vielleicht ägyptisch angehaucht. Harry Potter für Arme. Ah, okay, das geht nicht, wenn... Okay. Mein letzter Urlaub war vor 4 Jahren. No. Ja gut, meiner ist jetzt einen Monat her. Der Platz gefällt mir. Muss ich nur die Rückenlehne da noch ein bisschen weitermachen. Nee, das ist eine Alge. Oh, Februar bin Hogwarts Legacy Account. Ja. Wenn ich eine Möglichkeit habe, das zu spielen, ja. Ja. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne spielen. Das war falsch. Geil. Dann habe ich den jetzt halt da vorne. 30.000 mal so ein Scheiß. Ja, das Problem wird eher sein Geld. Das Geld wird das Problem sein. Nicht die nicht die Plattform, sondern das Geld. Nein, ich hab verkackt. Halt auch, weil wir jetzt umziehen. Dann steht nächstes Jahr wahrscheinlich die Hochzeit dann mal an. Und ja. Ja, kein Kommentar. Da bin ich über jeden Cent froh, den ich habe. Alter, ich brauche Meeresfrüchte, Leute. Die Flocken normale Version. Boah, Alter, ja. Daran wird's hapern. Das wird zur Hochzeit einglänzen. Mal gucken. Juhu, ich habe eine Meeresfrucht. Bis
Bis jetzt haben wir uns noch keine Gedanken über die Gästeliste gemacht. Lange Fische am schillernden Strand. Fange Meeresfrüchte. Achso. Die 50, 19. Ja, bleibe ich halt bei den Blaubeeren. Das sind schon viele Titel mittlerweile, leider. Ja. In anderen Jahren wäre es kein Problem. In Zukunft sieht das alles ein bisschen... Es sei denn, Job und Stream hauen einiges raus, aber, ja. Zurzeit nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Rechnung zahlen kann. Ist halt so. Entweder Live-Hochzeit oder Einladung. Alles andere würde Kitty traurig machen. No, also Live-Hochzeit sicherlich nicht. Also Live-Hochzeit kannst du knicken, Kitty. Ich habe euch als Community ja sehr, sehr gerne, aber so ein bisschen... Ein bisschen too much wäre das, ne? Ich werde bei einer Hochzeit für kaum streamen. Und die Standesamtliche wird ja sowieso im ganz kleinen Kreis gefeiert. Jetzt können Donations wissen fließen. Ach, Kitty. Ruhig da. Ruhig auf den billigen Plätzen. Oder auf den flauschigen, besser gesagt. Irgendwann. Zurzeit müssen wir eh alle sehen, wie wir über die Runden kommen, ne? Zurzeit sieht es bei keinem rosig aus, denke ich. Oh. Da müssen wir alle schauen, wo wir bleiben. Ist jetzt noch Tee drin? Ein ganz kleines Stückchen war noch Tee drin. Weil Deluxe Edition plus Season Pass kostet mittlerweile fast 100 Euro. Wenn ich bedenke, wie viel ich für Assassin's Creed Valhalla ausgegeben hatte, damals. Oh, das ist heftig. Aber hey, wen brauche ich mir um Final Fantasy 16 keine Gedanken zu machen? Oder beziehungsweise um... Wobei doch, 16 kommt ja, glaube ich, noch auf PS4. Aber um da den zweiten Teil von FF7. Den kann ich sowieso nicht spielen. Also... Ja. Spar ich Geld. Das 20 Euro, ich auf, ja. Das war... heftig. Ich weiß nicht, wo man Meeresfrüchte kriegt, ne? Hier nicht. Das war verkackt. Regelrecht war das verkackt. Im Meer. Ja, ich krieg aber keine. Ich krieg ja alles, aber keine Meeresfrüchte. Warum ich verkacke das Angeln gerade? Das ist auch keine Meerfrucht, das ist Kabeljau. Der Mikis Ansicht von oben möchte ich nicht ausdrücken. Wieso denn nicht? Schön, dich zu sehen. Sehe ich gar nicht. Die kann ich nicht verkaufen, die brauche ich. Die kann ich erstmal verkaufen. Oh. Wie teuer ist das zum Aufwerten? Einen schönen Tag noch. 2000 machen wir. Dann haben wir das auch aufgewertet.
Ja, Bananen und Maissamen. Ja, Maissamen und Bananen. Eben von oben, dann siehst du, was ich meine. Weißt du so? Steh ich gar nicht. Eben von hinten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich geguckt hatte. So? Ja, gut. Das ist er. Fange 3 Meeresfrüchte, verkaufe 1 Mineral. 2 Mineral. Sag mal. Wäre das dann. Na, wie geht's? Ne. Ne. Okay. Bereite 2 Gerichte zu. Mein Freund sein Lieblingsgericht. Angeln. Na komm, wir angeln noch mal ein bisschen. Kann ja noch besser werden. Blaubeere, 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 Blaubeere. Im Notfall isst man immer die Blaubeere. Oder eine Alge. Also Algen kriege ich mittlerweile genug. Kann ich gleich auch nochmal welche. Wie heißt es? Oh, Fasern herstellen draus. Oh Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Müsste der nicht eigentlich bald noch mal ein Level abkriegen? Ich weiß, er hatte gerade eins, aber. So viel wie wir hier am Angeln sind. Ja. Ja, so, mein Timing ist immer so richtig schlecht. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach schlechtes Timing habt. Schön an der Insel. Wunderbar. 200 Punkte brauche ich noch. Da komme ich auch immer noch nicht durch. Immerhin. Warte, kann ich hier hin? Einfach in der fremden Küche kochen. Huch. Okay. Ich habe einen Bug gefunden. Hier kann ich nicht kochen. Bei Remy kann ich nicht kochen. Sein Haus ist verbuggt.